Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu den Smash Stories. Heute mit dem neuen Charakter, Kazuya Mishima von Tekken. Sehr ikonischer Charakter, sehr cool. Ich habe den jetzt ziemlich lange ausprobiert, 3-4 Stunden im Trainingsmodus. Und ich kann euch sagen, das ist der coolste Shooter. Rio voll Simple Kid, schon ein bisschen mehr Inputs. Dann kommt Terry mit seiner Go-Mechanik und auch spezifische Inputs. Und dann kommt halt Kazuya mit 1 Million verschiedenen Moves und 1000 verschiedenen Inputs. Here we go! Kazuya! In diesem Tutorial werde ich euch alle Moves zeigen. Ich werde euch hier an dieser Stelle erstmal einblenden, was er alles hat. Hier bewundert die Grafik. Seht und staunt, macht euch einen Screenshot oder geht es einfach bei Twitter ein. Das habe ich natürlich von Twitter von einem anderen Smasher. Und ja, da sind basically richtig schön übersichtlich alle Moves aufgeführt. Ich werde euch die Moves erklären, wie man die ausführt, was man machen muss für eine Bewegung und was für Kombos es gibt und wie man natürlich das Newton dann letzten Endes zu spielen hat. Keep in mind, das ist ein Day-One-Tutorial. Die Meta wird sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch verändern und es kommen noch neue Kombos hinzu. Aber hey, ich denke, das Tutorial wird vielen einen guten Einstieg für Kazuya Mishima geben. Machen wir den Quatsch hier mal weg. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir uns mit Kazuya beschäftigen. Denn der Typ, dieser komische Typ da, mit diesen fetten Augenbrauen. Der hat richtig viele Unverwundbarkeitsangriffe. I love it. Ja, Kazuya, relativ mittelmäßig von der Geschwindigkeit. Air Mobility ist awkward, weil im Grunde genommen sein Shortop ist so wie von Little Mac. Er kommt halt nicht auf die Plattform, gibt es natürlich einen Trick. Full Hop, Waveland. Kommst du trotzdem auf die Plattform drauf? Welche Plattform ist es hier? Das ist doch Omega! Stell dir einfach vor, da wären Plattformen. Mein Gott, was ist daran so schwer? Auf jeden Fall Full Hop Waveland, der kommt ja trotzdem auf Plattform, das geht mit Little Mac auch. Und naja, die Erwartung nur mit dem First Jump ist halt zum Kotzen. Ich kann es nicht anders sagen, ist einfach zum Kotzen. Aber, jetzt kommt das große Aber. Nur zwar den Second Jump verwandelt er sich zum Teufel. Teuflisch gut. Ja, und dadurch kriegt er natürlich so einen Boost, das ähnlich wie bei Ness und Yoshi, die hat beim Second Jump auch noch richtig an Höhe gewinnen und einen Boost bekommen. Das macht seine Air Mobility ziemlich interessant. Keep in mind, ich beeinflusse jetzt extrem. Oh shit. Mein Controller. Ich hatte hier gerade mit den Kabel zu kämpfen, sorry. Ich beeinflusse extrem nach dem zweiten Jump jetzt das Momentum. Nichts passiert. Also wenn man sich in eine Richtung committet, was bedeutet, wenn ich halt jetzt sage, ja, ich gehe jetzt voll nach rechts, dann kann ich auch die Richtung nicht mehr wirklich ändern. Das ist das Problem mit dem Second Jump. Das war Yoshi und Ness nicht so. Keep that in mind. Jo, der Dash ist ganz cool. Aber der Witz ist, Kazuya hat ja auch den Crowd Dash. Das ist das hier. Vorne, unten, diagonal und. Ja. Ich das in der Kamera halte, kann ich das nie. Da war's. Das ist das Problem. Das wird das größte Problem bei diesem Tutorial, liebe Leute. Weil ich euch die Inputs zeigen möchte, dann kriege ich das nie hin. Was ihr halt machen müsst, ist wirklich vorne, dann nach unten und dann schräg. Jetzt habe ich es perfekt zeigen können. Ja, das hat er halt auch noch. Und wie ihr sehen könnt, hat er dabei Invincibility. Das heißt, ihr könnt Projektile dodgen, ihr könnt Hits dodgen, die nicht lange aktiv sind. Und das ist eine coole Sache. Keep in mind, der ist nicht überall unverwundbar. Nämlich hinten zum Beispiel nicht. Trotzdem. So, Projektile könnt ihr mit gut umgehen. Außer natürlich Projektile, die am Boden sind. Pikachu Donnerschock. Mario Feuerball. Terry Powerwave. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Aber sowas wie Rios
hat Drogen, könnt ihr natürlich perfekt damit umgehen. Gut, das wäre das. Jo, das ist der Dash Dance und das ist halt der spezielle Dash. Hier. Wop, wop. Ja. So viel zum Movement. Kommen wir nun zur Grab Range. Die ist eigentlich ziemlich cool. Seht ihr das? Ich war ziemlich weit weg. Konnte ihn trotzdem graben. Also sehr gute Grab Range. Wirklich, dafür ist er nur so. Naja, kleine Hinderte jetzt nicht, aber. Ihr wisst, was ich meine. Dafür ist er halt Nahkämpfer, ist die Grab-Reichweite amazing. Wirklich amazing. Dash Grab, auch ganz okay. Aber naja. Was auch wichtig zu erwähnen ist, ist der Pummel. Der Pummel ist der langsamste Pummel im Spiel. Aber hier, das ist ja da voll schlecht. Achte mal auf den Damage. 4, 4, 4. So langsam ist so ein stärkster Pummel. I mean, Gandalfs Pummel ist auch fucking langsamer. Gandalf macht keinen Schaden. Kannst du ja schon. Coole Sache. Ja, und das war es eigentlich auch schon zum Movement. Kommen wir jetzt zum Lieblings-Sidekick. Das ist eigentlich die Dash-Attack. Das ist süß bei Kazuya. Ich finde es wirklich cute. Alle Moves haben Namen. Wir können uns natürlich auch auf Dash-Attack und sowas einigen. Aber alle Moves haben Namen. Lieblings-Sidekick. Input ist einfach wie Dash-Attack. Und ihr seht, auch hier ist wieder Unverwundbarkeit bei den beiden. Hopp. Die Dash-Attack finde ich allerdings grauenvoll. Eine schlechteste Dash-Attacks im Spiel. Na, ich muss wieder übertreiben. Der Dash-Attack ist wirklich nicht gut. Ist halt zu overshooten gut, aber ist so punishable. Und sie trifft auch nicht Gegner, die am Ground liegen. Kleine Gegner nicht wie Diddy Kong, Pikachu, Pichu. Ja, grottenschlechter Dash-Attack. Killt nicht mal bei 100%, ja. Vor allem benutzt man die in Tech-Chase-Situationen, wenn ihr nicht Side-P benutzen wollt, weil Side-P ist auch super gut für Tech-Chase. Oder wenn ihr Gegner die ganze Zeit dashen seht, like this, könnt ihr halt overshooten. Boom. Oh, ihr nehmt es als Landing Punish. Wobei ich als Landing Punish das hier besser finde. Aber dazu gleich. Ja, Dash-Tag wirklich nur zu overshooten, Landing Punish, eventuell. Und Tech-Chase-Situationen, wenn man nicht sicher ist. Und, also wenn man nicht sicher ist, was der Gegner macht und möglichst viel covern möchte. Das covert ja relativ viel. Der einzige Nutzen. Gibt keine Kombos damit. Nichts. Ich mag den nicht. Der Steck ist kacki. Kommen wir nun zum Jab. Coolster Jab im Spiel. Muss man nicht drüber reden. Das ist die 10-Hit-Combo. Einfach gedrückt halten. Super komplizierter Input in Tekken. Blende ich mal hier ein. Ja. Und in Smash dürfen wir Spieler und Spielerinnen uns quiffeln, indem wir einfach nur A drücken. Oh mein Gott, ich kann die 10-Hit-Combo. Wow, ich habe ja so lange geübt. Ich habe ewig lang geübt, den A-Knopf gedrückt zu halten. Ja. Der Jab ist ganz cool. Vor allen Dingen, ach. Der Jab, ne, der ist so cool. Soll ich mal was sagen? Die 10-Hit-Combo ist nicht mehr true. Kannst du raus, SD1. So viele Probleme gegen Kazuya habt, gegen 10-Hit-Combo. SD1. Einfach rauskommen. Das Ding ist, jetzt erzähle ich euch mal, warum die 10-Hit-Combo trotzdem gut ist. Leute drücken Shield oder SD ein. Oder machen beides. Was dazu führt, weil hier an der Kante kommt die irgendwann nicht mehr und dann wird ein Air-Dodge gebuffert, weil das Spiel halt so toxisch ist. Das Buffer-System in dem Spiel ist halt so grottenschlecht, dass man auch so sehr Air-Dodge buffert, dann sterben die meisten Charaktere, weil die hier unten sind und nicht mehr hochkommen. Sprich, ihr könnt das schlechte Buffer-System von Smash hier ausnutzen, buffern die in Air-Dodge und sterben. Ihr könnt außerdem nach den ersten zwei Schlägen das Ganze canceln und dann geht es in die Flash-Punch-Kombo. Tack, tack, tack. Wupp, habt ihr das? Könnt ihr den Gegner überraschen. Selbst wenn man die 10-Hit-Kombo gestartet hat, kann man das am Anfang noch hier rein canceln. Einfach wie Sakurai es so schön sagt, in Direct. Pum, 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 pum. Irgendwie so wird das betont. Mit so einer extra tiefen Stimme. Ja, Stimmen verstellen kann ich nur ich. Auch Sakurai. Also, Flash Punch Combo ist kein Jab mehr, ich weiß, aber tak, tak, tak. So, und jetzt der Witz.
bevor Casimir bei uns erschienen ist, war er natürlich schon in Amerika draußen, habe ich ein bisschen Nairo spielen sehen, ist ein Top-Spieler und so. Und wisst ihr, was der immer gemacht hat? Der einfach hier einen Hit-Kommer gemacht, abgebrochen, da hat er gegrabbt, weil die gegen Angst hatten im Schild dann waren. Oder er hat abgebrochen, dann waren die wieder im Schild, hat er wieder einen Hit-Kommer gemacht. Also ihr könnt damit die Gegner auch so ein bisschen trollen. Und er hat das auch Spaß 40 Hit-Kommer genannt. Ne? Also ihr könnt da ziemlich viel Mix haben. Ihr macht dann nur 7 Hits, brecht ab, fangt wieder von vorne an oder geht für einen Grab oder sonst was. Voll cool. Voll cool. Wirklich. Oder geht für einen Shield Break. Wenn der Gegner im Shield bleibt. Dafür ist dieser Move, dieser hier, grandios. Oder halt auch der Down Smash ist natürlich langsamer als dieser wunderschöne Move hier. Ja, das ist das, was man damit machen kann. Also Ten-Hit-Combo, natürlich relativ schnell. Die Frame-Daten sind, by the way, noch nicht draußen. Ich kann euch die Insights nicht geben. Ladet euch einfach Smash Ultimate Frame-Data runter oder guckt auf der Seite und irgendwann sind die Frame-Daten dort und schaut einfach selbst nach. Ich kann euch eine Einschätzung geben, was schnell ist und was nicht schnell ist. Und ich kann euch sagen, der Jab ist verdammt schnell. Sprich, wenn ihr schnelle Optionen haben wollt, aus dem Stand, dann macht einfach hier diese wunderschöne Kombo. Ich muss kurz abbrechen, weil Müllwagen hier ist. So, Müllwagen ist jetzt weg. Ja, das ist das Problem, wenn man morgens früh aufsteht, damit mein Casio direkt wieder rauskommt, testen kann, leben kann, etc. Kommt noch irgendwann der Müllwagen. Was ich sagen wollte, ist, schnelle Optionen aus dem Stand, super cool. Keeper meint, die Gegner können raus. Erst die einen, die Gegner verfallen oft im Panik, das kann man auslösen, kann man es abbrechen. Nochmal die Tenet-Combo attempten oder für einen Grab gehen oder für einen Shield-Break gehen. So, ich weiß nicht, ob das schon irgendwie offiziell herausgefunden wurde, aber was habe ich herausgefunden? Wenn man nur die neuen Hit-Combo macht, passiert was Cooles. Seht ihr es? Fällt genauso hin wie bei. Jetzt habe ich die auch Steuerball gehabt. Fällt genauso hin wie bei dem Move oder bei dem Move. Das kann man rausmachen. Das kann man rausmachen. Sprich, du hast tatsächlich nur so ein kleines Gimmick, weil er dann halt hinfällt. Und übrigens, wer versucht das zu schildern, das habe ich eben nochmal getestet, der wird Probleme haben. Guckt euch das mal an. Ja, ne? Also man kann übelst viel Druck damit aufrechterhalten, weil der Move halt so schnell ist. Aber wenn die Gegner wissen, was man dagegen macht, nämlich einfach raus, esst die ein, dann ist der Move plötzlich nicht mehr so toll. Auf jeden Fall, dass ihr die Möglichkeit nicht mehr hört. Richtig cool. I love it. Ten-Hit-Combo. Coole Sache, schnelle Option, coole Mix-Ups. Und kann man den Gegner ein bisschen mitrollen, den man immer wieder Jab drückt. Und den Gegner zu Panikoptionen bringt. Hörst du ja Cancel und dann Down B machen. Down B ist halt nicht so schnell, es ist halt ein Command Grab. Aber wäre halt auch ein Grab, das will ich damit sagen. Okay, kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsmove von Casio. Das ist wirklich mein Lieblingsmove, ich liebe den. Der ist so gut. Und zwar ist das der Left Splits Kick. Ja, ich habe die Namen hier extra offen, die kann ich nicht auswendig. Zweimal nach vorne, also in Richtung des Gegners und A. Tak, tak, A. Tak, tak, A. Tak, tak, A. Seht ihr das? Richtig cool. Warum ist der Move so toll? Kann man den Kombos benutzen, kommt super schnell. Ist ein Chase. Also ein Chase in Luft. Guck mal, ich jetzt hier zum Beispiel, pass mal auf, das ist richtig gut. Down-Tilt. Und dann dieser wunderschöne Move. Seht ihr das? Kommt einfach. Und ich finde das grandios. Auf jeden Fall hat der Move sogar noch eine Spezialfunktion. Und zwar kann man damit Projektil zurückschlagen. Ja, das kann er natürlich auch noch. Und Invincibility, wie wir uns kennen von Casio. Schön am Bein. Schlägt er gegen den Luftkill nicht wirklich. Geht bei 160, 170. Aber das ist auch nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, dass wir das wunderschöne Kombos benutzen können. Noch Fragen? Komm, hab ich rausgefunden. 81. Ja, auf jeden Fall ein richtig guter Move. Stell dir einfach eine Situation vor, du willst, der Gegner ist in Luft.
Okay, machen wir mal Upthrow. Jetzt dagegen in die Luft. Ich chase den und komme direkt auf den zu. Das Ding ist, es ist schwierig, damit Projektiv zu reflektieren, weil du ja Double-Tap nach vorne machst. Du sprintest ja nach vorne und musst armern. Sprintest nach vorne, musst armern. Aber das ist halt gut zum Chasen, wenn der Gegner versucht zu landen, wenn der Gegner in der Luft ist, wenn ihr irgendwie eine Kombo gestartet habt und einen Move getroffen habt und den Gegner trotzdem noch pressuren wollt, chasen wollt in der Luft. Dann macht ihr das. Seht ihr das, wie cool das ist? Und der sprintet direkt nach vorne und haut das raus. Und er ist so invincible. Und wenn der Gegner die ganze Zeit Aerial Space, kann man natürlich auch die Invincibility nutzen. Voll gut gegen Short Hops. Richtig guter Move. Richtig guter Move. Aber hast du nicht gesagt, der Move killt bei 160, aber noch nicht Kettenfelgen? So normal Rage, sag ich mal. Und ich hab auch null Rage, Leute. Ja, apropos Rage, naja, da kommen wir später zu. Erstmal die Moves an sich. Ja, also richtig toller Move. Wie gesagt, nach Down-Tilt benutze ich das gerne. Ihr könnt das halt eigentlich nach vielen Sachen benutzen. Aber beste ist halt, wenn ihr so einen typischen Engel habt, wo der Gegner nah bei euch ist, aber in Luft geschleift wird, da ist der Move tatsächlich am besten. Wie ihr sehen könnt, das ist richtig gut. Okidok, jetzt kommen die Twin Pistons, das ist eigentlich der Up-Tilt. Also wer die Inputs nicht kann, einfach Up-Tilt machen. Ich mag den Move nicht, ich finde den Move useless, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist halt auch ein Anti-Air-Move, aber ich finde, er hat bessere Tools. Gegen Aerials hat er bessere Tools. Up-Smash finde ich viel stärker, heftigere Punish. Das ist richtig gut, er backt. Also er backt nach hinten und ist invincible. Voll gut gegen Short Hops und halt mein Favorite, den ich euch eben schon vorgestellt habe. Also er hat bessere Sachen, aber wie ihr seht, komplette Body, Upper Body ist invincible. Das ist halt ridiculous. Also es ist wirklich, was weiß ich, wenn der Gegner jetzt Cloud ist, macht Down Air, voll das fette Schwert. Und dann könnt ihr Schwert natürlich damit besiegen, weil der komplette Body invincible ist. Und ist mehr als bei Upsmash. Und ist auch mehr als bei diesen Moves. Also wenn ihr wirklich einen Gegner habt, das ist der einzige Nutzen des Moves, der wirklich fette, lange Hitboxen hat, die ihr auch benutzen kann in Juggle-Situationen, wie zum Beispiel Cloud. Klar, Cloud ist darunter nicht mehr so wie in Smash 4. Mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein. Dann könnt ihr das super nutzen. Weil der komplette Upper Body invincible ist. Killen tut so, ja, ab dem Bereich, dem Prozentbereich 120. Kämpfen fällt natürlich wieder nicht, weil Fast Roll und Heavyweight ist, so jetzt soll's gehen. Nee. Kämpfen fällt halt. Ja, das ist auch kein Kill-Move. Das will ich nur. Wenn ihr wisst, ja, der Gegner macht jetzt eine Greedy Option, will irgendwie aggressiv landen mit Disjoints oder so, könnt ihr das halt bieten. Wenn ihr es richtig gut timet. Könnt auch Hit 1 machen und dann habt ihr Mix-Ups in Downbeat, Hit 1 in Grab, Hit 1 in 10-Hit-Combo und so weiter und so fort. Also ihr könnt da sehr kreativ sein, Mix-Up, Hit 1 in diesen wunderschönen Move, das ist mein zweitliebster Move von Kazuya. Also das ist schon ganz cool. Aber ja, der Move ist nicht der beste Move. Sorry. Sorry an alle Up-Tilt-Fans. Ich finde den Move nicht gut. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Move, der jetzt nicht so nützlich ist. Und zwar ist es der Roundhouse. Roundhouse zu Triple Spin Kick. Da ich ja jetzt in eine andere Richtung bin und Captain Falcon halt links hier stehen, muss ich das Ganze umgekehrt machen. Sprich, ich muss jetzt in diese Kuhle. Hier muss ich rein. Und dann viermal A drücken. Cooler? Ja. Das Problem ist, wenn Tap-Jump an hat. Ja. Ich kann euch das so schwer in der Kamera zeigen. Ich kann den kurz perfekt. Ja. Zack, zack, zack. Auch nicht der beste Move. Der Anfang ist richtig cool, weil er komplett wieder mal bei den Beinen invincible ist. Aber danach halt mehr. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie einen Dash-Tag erwartet, Pro-Tap erwartet vom Gegner, könnt ihr auf jeden Fall diesen Move gut benutzen. Gibt auch Kombos damit. Nicht spektakulär, aber sie existieren.
Crouch Jab und dann Spinning Roundhouse. Es funktioniert, aber wie gesagt, es ist nicht die beste Kombo. Definitiv nicht. Landing Neutral Air und dann der Spin. Es funktioniert, aber es ist halt nicht optimal. Also wenn du zwar den. Wenn der Gegner viel am Dashen ist und ihr aggressiv reingehen wollt oder ihr vor allen Dingen einen Approach erwartet, den ihr mit dem ersten Hit besiegen könnt. Aber ganz ehrlich, klappert den Move aus, das ist nicht so nützlich. Klar, killt er auch irgendwann, aber. Nee. Aber der Engel ist ganz neat. Und der connectet sogar noch an der Kante und eine Kante ist dann doch relativ stark. Das ist halt ein ganz witziges Mix-up, weil viele Kaiser-Moves. Halt, guckt euch das an. Ein Tritt, zwei Hits. Und das auch zwei Hits. Also entweder ein Tritt oder zwei Hits. Da kannst du ja aber vier Moves. Und hier kannst du den Gegner halt überraschen mit vier Hits. Vielleicht droppen die nur Shirts, auf jeden Fall ein ganz nettes Mix-up. Und Kazuya duckt sich auch leicht. Kann man unter manche Sachen durchdodgen. Shiftet die Hurtbox, aber ja. Was auf jeden Fall ganz cool ist, der Engel. Weil, ja, bei höheren Prozent fliegt er halt schräg nach oben und dann könnt ihr einen Laser hinterher setzen. Oder ein bisschen den Druck aufrechterhalten. Was ganz cool ist. Aber wie gesagt, nicht der beste Move. Jetzt kommt der Gendorf F-Tilt in noch stärker. Aber noch langsamer. Und Gendorf F-Tilt ist auch schon nicht der schnellste Move. Hat tatsächlich nur eine Fußspitze, wie man zum Beispiel Frames. Aber der Move ist so stark! Der Move ist so stark! Fehlt bei 100% an der Kante sogar Captain Falcon. Hatte nicht 100%. Ich hab's getestet, Leute, glaubt mir. 100% super ekliger Winkel. Vier Kakteen kommen hoch. Dr. Mario nicht. Little Mac kommt hoch. Das hat mich so mad gemacht. Sakurai so, vielleicht der Recovery, Little Mac. Little Mac hat nicht die schlechteste Recovery. Little Mac ist vielleicht Platz 15 oder so. Es gibt viele Charts, die eine schlechte Recovery haben. Aber dazu kommt so noch ein Video. Belmont sind tot, Dr. Mario ist tot, Chrom ist tot, Pyro ist tot. Und die Liste geht viel weiter. Also schlechte Recoveries kannst du natürlich. Also hast du halt einen Free Kill. Der Move heißt Oni Front Kick und Oni ist halt Dämon. Also Oni ist das japanische Wort für Teufel oder Dämon. Push! Ich wollte das mal mit C-Stick, weil ich das mit C-Stick mal gucken kann. Ich mal weird. Ich muss schon richtig gerade nach vorne. Auf jeden Fall, das ist der F-Tilt. Einfach eine Kill-Option. Busch. Gerade hier an der Kante, wenn ihr zum Beispiel Ruhe get up, read. Busch. Geht direkt wieder zurück. Könnt ihr versuchen, hier die Neutral zu bekommen, weil die spiked auch. Aber halt nur das Start-up. Ja, Kazuya ist nicht der beste Edgeguard, das kann ich jetzt schon mal sagen. Also, wer Edgeguarding mag, spike Kazuya eine falsche Adresse. Kann ich nicht spike mit dem Neutral, aber es ist halt nur ein Startup und voll die schlechte Reichweite und die anderen Moves sind nicht stark genug, um jemanden zu killen, wie ihr seht. Klar kannst du ja irgendwie die Jumps klauen oder eine Back-Air geben, aber er ist wirklich nicht der Edgeguarder. Was ja auch Sinn macht, weil Tekken niemals für Offstage-Game ausgelegt war. Die Shooter sind allgemein super schlecht im Edgeguard, außer Terry ein bisschen. Terry hat noch ein paar Tools. Aber naja. Ich schweife ab. Auf jeden Fall Oni-Kick. Coole Sache zum Killen, wenn ihr Killer haben wollt. Keep in mind, ist halt unsafe, genau wie Gendorfs F-Tilt. Super, 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 super unsafe. Aber wenn ihr ein Punish-Fenster habt, dagegen ein Ending-Lag habt, oder ihr hier an der Kante den Treffer bekommt, werdet ihr halt belohnt. Wusch, so strong. Also ist einfach ein Kill-Move. Weniger Commitment natürlich als ein Smash-Angriff. Weil die Smash-Angriff wieder super Armor haben. Ja, damit Little Mac noch blöder aus der Wäsche schaut. War es aber so ein Little Mac-Privilege. Nerd. Okidok. Das war der Uni-Kick, jetzt kommt der Tsunami-Kick. Schräg nach unten, in Richtung des Gegners. Ah, habe ich euch eben schon gezeigt. Das war jetzt der Tombstone Crusher, den meine ich aber nicht, das ist der hier. Zack, zack. Zack, zack. Es ist so schwer, so eine Kamera zu machen, aber ja. Das ist quasi wie Ryo's Strong F-Tilt. Und Ken hat eigentlich auch so ähnliche Moves. Ist halt ein G-Breaker. Breakt aber nicht das Shield sofort. Also wer da jetzt denkt, wow, ein Instant Shield Break. Aber
Sagen wir es mal so. Es ist doch klar, dass wir Shieldbreaker nennen, wenn Marv sein Newtobie und Lucinos Newtobie auch Shieldbreaker heißt und es auch nicht die Shields breakt. Das ist einfach so ridiculous. Gut. Schaffe ich das mit zwei Kontrollen? Wahrscheinlich nicht. Weil es echt schwer ist. Ich kann das überhaupt nicht. Aber ich bin forever alone. Ja. Break nicht komplett in Shirt, aber ziemlich stark. Wie ihr gerade gesehen habt. Kann ich euch auch direkt zeigen, was noch ein Shieldbreaker ist, und zwar der Down Smash. Genauso. Nehmen sich nicht viel. Nur Down Smash ist natürlich mehr Commitment als so ein wunderschöner Tsunami-Kick. Ist der für sonst noch was gut? Eigentlich nicht. Hauptsächlich zum Shieldbreaken. Wenn ihr zum Beispiel merkt, oh, jetzt hat er mal angeknackt das Shirt. Zack, zack. Zack, zack. Und es zeigt wieder am Fuß unverwundbar. Das war ganz cool. Klar habt ihr hier wieder Mix-Ups. Hit 1 in Grab. Hit 1 in Down B. Aber ich meine, das ist kein True Combo. Das ist nur ein cooles Mix-Up, was man nutzen kann. Ja, ansonsten ganz gute Reichweite nach oben, I guess. Wie ihr seht. Coole Sache. Darf ich nur anmerken, dass ihr allein schon diesen DLC kaufen müsst, nur wegen der Musik. Die Musik ist so gut. Das ist die beste Musik im Spiel jetzt. So, jetzt kommt der Daunted, auch einer meiner Favorites. Weil der Daunted einfach so cool ist. Ultra die Pressure-Situation. Gegner wird komisch da oben geschleudert und ist mega stark. Der Move, cool, viel Schaden das macht. Oh mein Gott, 18. Und der Gegner wird zu komisch da oben geschleudert. Zack, sie ist ein Kill confirmed, Daunted. Und Flash Tornado. Was Flash Tornado ist, dieser Move hier, werde ich euch gleich zeigen. Guck, hat jetzt schon fast gekillt. Richtig cool. Und dann könnt ihr natürlich auch bei späteren Prozenten den wunderschönen Move fahren. Das war der Left Split Kick. Dabei tappt nach vorne A. Weil Gegner fliegt ja leicht schräg über euch, aber auch ein bisschen nach vorne. Das heißt, wenn ihr diesen extra Boost mitnehmt, habt ihr direkt die Combo. Richtig cool. Ich denke, das ist nicht true, aber es ist so ein guter Chase, sonst wird sehr viele Gegner auf Guard bringen. I love it und die Becke wäre so strong. Jesus Christ, die stark. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt der Daunted. Haben wir nur zwei Nähen. Das ist eigentlich auch so ein Punish-Tool, ne? Und wenn ihr hier eine Side-B bekommt, mache ich das mal eigentlich mal ganz gerne als Mix-Up. Zack. Ist halt cool. Ist nicht der safeste Move, aber hey. Und ist auch ziemlich laggy, wie ihr hier seht. Ein Move ist gut. Definitiv ein guter Move. Ich finde. Aber muss man halt richtig einsetzen. Und es ist einer der wenigen Moves von Kasuya, wo er halt nicht unverwundbar ist. Wie ihr seht. Nichts blinkt, richtig blau. Nur für einen Frame. Seht ihr das, wie einmal kurz blinkt? Ja, aber das ist nicht wirklich praktisch nutzbar. Weil wir kommen gleich zum Tombstone Crusher da, was wirklich 24-7 Invincibility Frames ist ein bisschen anders. Und hier ist wahrscheinlich nur ein Frame Invincibility. Wie gesagt, die Frame-Daten sind euch draußen. Tötet mich da nicht, wenn ich falsch liege. So, jetzt kommen wir zu einem der lustigsten Moves ever. Vom Gegner weg A. Vom Gegner weg unten schräg und A. So. Nur, dass man nicht duckt, das ist ganz wichtig bei Kasuya. Und er macht's wieder nicht. Weil ich seine Kamera hörte. Da! Ich hoffe, er hat das gesehen. Er trippt. Sorry, ich das nicht in der Kamera halte. Kann ich das wenigstens noch immer? Jetzt zeige ich mir was Lustiges. Ja, wie geht's euch so? Das ist keine True Combo. Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh! Sie hat es geschafft, der Charles LeBron. Nein, was ich damit zeigen will, das ist ein guter Tech-Chase. Also wenn die Side-Player kommt, wusch, und ihr habt diesen Hit, habt ihr eigentlich keine richtigen Follow-Up-Möglichkeiten. Klar kannst du als Mix-Up da mal einen F-Smash machen, aber es funktioniert eigentlich nicht. Klar kannst du als Mix-Up auch mal einen Down-Tip machen, das mache ich ganz gerne mal. Aber was ideal ist, ist halt dieser wunderschöne Tritt.
Und dann hast du wieder eine Tech-Chase-Situation. Der Gegner ist getrappt, ist wieder eine Tech-Chase-Situation. Wenn du Richtung Tech readest, kann halt Get Up Attack machen oder wegrollen zu Kazuya hin oder von Kazuya weg. Einer rollt jetzt weg. Jetzt ist er hier. Ich read das. Wusch. Wusch. Here we go again. Wusch. Wieder geredet. Wusch. Dann gehe ich da hin und hab Smash. Das ist halt witzig. Das ist richtig cool. Das ist so ein bisschen wie Gendorfs halt, wie nur viel, viel schwerer. Wobei Snakes Downflow. Nur ein bisschen schwerer auszuführen. Ja, und dieser Move heißt Stage of Smash. Ich weiß nicht, warum das so heißt, aber ja. Statuen zerstöre. Mit anderen Worten, Statuen zerschmettere. Wozu so ein ich bin viel zu fein. Ich bin ein feiner Mann. Tritt es. Sieht so richtig aus wie so ein Waschlappenkick, ich weiß nicht. Kasuya, bist du ein richtig krasser Fighter, warum hast du so einen Tritt? Auf jeden Fall, Strip den Gegner für so eine Tech-Chase-Situation, richtig cool. So für andere Möglichkeiten. Naja, ich kann halt das dann readen, wenn er Get-Up-Attack macht. Und dann kann ich zack, wusch, dann kill ich ihn damit. Oder ich reade den Tech away, kann ich natürlich auch Dash-Tag machen, geht auch irgendwann. Ja, oder ich mache wieder diesen wunderschönen Move, funktioniert ja auch. Aber was halt ideal ist, ist halt in der Tech-Chase-Situation, wenn du es halt bekommst, wieder das zu machen. Weil da hast du einfach die besten Follow-up-Möglichkeiten. Gut. Das wäre das, das wäre das Stage Smash. Jetzt kommen wir nun zur Flash-Tornado. Das ist der schnellste Move von Kazuya. Wer Probleme mit habt, er sagt, wo er meinte, oh mein Gott, das ist so schwer. Einfach den C-Stick auf starke Angriff machen, das heißt, Tilts kommen halt immer raus und dann in die gegengesetzte Richtung einfach machen. Kommt er sofort. Und der Move ist so schnell. Und den Move kannst du super gut in Combos benutzen. Down Throw, Flash Tornado. Landing Up Air, Flash Tornado. Neutral Air, Flash Tornado. Der Move ist so schnell, der heißt nicht umsonst Flash Tornado. Er ist so schnell wie der Wind, Mann. Und Down Tilt, Flash Tornado, kannst du gefühlt immer benutzen. Und die Range ist auch so schräg nach oben. Und viele Moves, achte auf den Down Tilt, das ist ein perfektes Beispiel dazu. Schleudern die Gegner schräg nach oben. Kill-Confirm übrigens, ne, bei den Prozenten. Down Tilt, Flash Tornado. Wusch, goodbye. Und das Schöne ist, Down for Flash Tornado kommt auch richtig lange. Aber mit richtig lange meine ich richtig lange. Okay, bei dem Prozent mehr, aber so mit Prozent geht aus. Und das finde ich richtig cool. Seht ihr das? Bis mit Prozent. Höre mit Prozent. Richtig cooler Move. Not gonna lie. Super schnelle Option. Ist auch wieder ein Anti-Air. Komplett invincible. Sogar am Körper. Körper und am Bein. Natürlich nicht beim Standing-Bein, also wo er halt noch steht mit dem Bein. Da ist er nicht unverwundbar, aber sonst super schnelle Option, richtig, richtig schnell. Combo-Move, get off me too, weil wenn ihn trifft, der ist wieder Ruhe. Gegner ist 100 Kilometer entfernt. Und können natürlich auch hinterher schießen. Den Laser hinterher, Mann. Man kennt's. Why not? Ja. Das wäre der Flash Tornado. Super schnelle Option, Combo-Move, grandioser Move und Kill sogar. Wow, richtig gut. So, jetzt kommt der Jump Sidekick vom Gegner weg und vom Gegner weg und oben und A. Also in diese Kugel hier rein und A. Zack. Das ist wirklich so ein Spacing-Move. Ihr wisst ja, das ist Super Smash Bros. Ein Spacing-Game, Tekken. War noch mehr ein Spacing. Im Tekken kommt es viel mehr auf die Position an und auf die Reichweite, wie man positioniert ist. Hat Sakurai auch gesagt. Wohin ging Smash auch ein Air-Game ist, eine Plattform. Muss ich euch ja nicht erklären. Auf jeden Fall ist es für Microspacing Quest, besiegt Short-Up Aerials, für einer die ganze Zeit nur rumspammt. Oh, ich bin Krumm, ich mache nur Neutral. Das ist ein typisches Beispiel. Könnt ihr das benutzen? Kannst du mir Step weg, was super gut für Microspacing ist. Ist ein super defensiver Move und ja. Also besiegt damit Aerials. Grounded, das Standing Bein ist sogar unverwundbar. Nur im Körper ist halt verwundbar, aber da steppt er wunderschön weg. Ein richtig schöner defensiver Move.
schon fast wie ein Konter, nur dass halt kein Konter ist. Typischer Konter, wie zum Beispiel Marv, sagt halt, ah, du hast mich getroffen, wusch, jetzt treffe ich dich. Das hier ist halt so ein Spacing-Konter. Ich kontere einfach dich, weil du mich angreifen möchtest, aus der Luft. Weil viel Aerials benutzt und Pull-Luft los, wo der halt nur in Luft angreift. Richtig guter Move dagegen. Aber das war's. Also diesen Move kannst du nicht in Kombos benutzen. Es ist halt wirklich nur so ein Anti-Air-Move. Ein defensiver Anti-Air-Move. Ja, perfekt. Besser hätte ich es nicht formulieren können. Okay, da kommen wir jetzt. Das waren schon die. Schon. Ja, das waren die Basics. Jetzt kommen die etwas komplizierteren Moves, nämlich die Crouch-Moves. Da haben wir erstmal den Crouch-Jab einfach gedrückt. Für die, die nicht wissen, was ein Crouch ist, das ist einfach das Ducken. Nach unten drücken, duckt man sich. Und dann, wenn ich A drücke, habe ich den Crouch-Jab. Und er erinnert mich, not gonna lie, an Pikachu. Also an Pikachu's Jab, Melinda's Jab, Pichu's Jab. Das ist einfach so ein Unterbrechungsmove, aber er kombort. Der Witz ist, er kombort. Wusch, wusch, wusch. Also, wusch, wusch, wusch. Kann ich auf den Flash-Tunnel kommen, habe ich eben gar nicht gesagt. Ich kann das auch so in den Roundhouse kommen. Zack, zack, zack. Aufstehen, Roundhouse. Richtig coole Sache. Ich kann das. In meinen anderen Lieblingsmovern, Double Tap nach vorne ab. Richtig cool. Aber was halt Go-To ist, ist halt wie immer Flash-Tunnel, aber das funktioniert eigentlich immer. Sind keine True Combos, Leute. Sind keine True Combos. Aber Flash Tunnel funktioniert eigentlich trotzdem immer. Weil, ja, es sollte Flash Tunnel, er ist fucking schnell. Also im Grunde genommen, Crouch Shape super schnell ist und wunderbar, natürlich auch eine Faust. Und es ist halt so ein Unterbrechungsmove. Ganz nett. Ganz nett. Was schön über den Crouch ist, halt, dass du dich ein bisschen duckst und dann hört Box Shift das. Kannst du natürlich auch Mix-Up in Grab und so weiter und so fort. Mix-Up in Down B. Crouch-Up ist ganz cool. Nicht der beste Move, aber er hat seinen Nutzen. So, jetzt kommt einer der besten Moves, würde ich schon fast sagen, im Spiel. Der Move ist unfair. Holy shit, ist der unfair. Wie gemeint, ich habe ja eben gesagt, wenn du dich duckst, bist du halt schwerer zu treffen. Klar. So, jetzt stelle ich euch den Tombstone Crusher vor, den Grabsteinzerschmetterer. Ja. Ja. Die Entwickler zu Sakurai. Wie viele Invincibility Frames willst du haben? Sakurai? Ja. Weil sehr lang Invincible. Damit kannst du sehr viel bieten. So, Kurax Flamblitz, Gendor Forelock Punch. Kannst alles damit bieten. So lange ist es invincible. Aber jetzt kommt der Obama. Da ist der Obama. Absolut wrong. Bester Ledge Trapper im Spiel. Nein, aber der Move alleine ist, macht ihn zum verdammt guten Ledge Trapper. I mean, ich muss euch ja jetzt hier nicht Smash erklären. Doch, mache ich trotzdem. So, typische Ledge Trap Situation. Was machen die Gegner? Ja, angenommen, stell dir jetzt einfach vor, Captain Fang hängt deine Kante. Get up Attack für mich treffen und Get up Attack für mich zerstören. Wenn ich jetzt einen Move mache. Was weiß ich, mache ich jetzt. Mache ich jetzt. Crouch Jab. Würde mich Get up Attack treffen. Mit Tombstone Crush aber nicht, weil ich so lange invincible bin. Die Range ist auch ridiculous. Covert alles. Ich bin komplett invincible. Aggressive Ledge Optionen der Gegner jucken mich nicht. Und es two-framed wie sonst was. Also schlechte Recoveries, die nicht perfekt die Kante greifen, werden komplett zerberstet von dem Move. Ich meine, ihr habt es eben gesehen. Klar, two-framed ist immer so eine Sache, aber ihr habt es eben gesehen, wie krass das sein kann. Also so gut an der Kante. Würde ich immer vergehen. Ich meine, Down Smash, der spiked, weil einer zu lange da hängt. So, und der Witz ist, manche Charaktere trifft das auch noch, wenn die da hängen. Klar ist der Down Smash da leichter zu treffen. Geht wirklich gegen alle Charaktere, das hier nicht. Tombstone. Aber manche Charaktere werden auch davon getroffen, wenn die da an der Kante hängen. Absolut ridiculous. Wirklich. Was muss man dafür machen? Crouchen. Zum Gegner hin und auch. Wusch.
Also richtig guter Move. Kannst natürlich den Kompass nicht benutzen, aber ist so gut zum Ledge-Trappen. Oder wenn ihr irgendwas bieten wollt im New Travel. Das hat halt so viel Invincibility. Könntest du ja... Guck mal, wenn ich jetzt einen Schild spielen von Samus. Schilde, ist mein halber Schild weg. Oder mehr als der halber Schild. Wenn ich den Schild spielen perfekt time, gut, dann könnte ich auch den hier machen. Und das Reflektieren ist mir schon klar. Aber ich könnte so den Schild spielen einfach umgehen. Mit den Tombstone Crusher, was auch komplett ridiculous ist. Und guckt mal, wie er sich duckt. Guckt mal, wie er sich duckt. Das kommt ja auch noch dazu. Hurtbox Shifting is real. Richtig gut, ey. So, kommen wir zum Crouch Spin Kick. Crouchen in den King gesetzt Richtung und A. Habe ich keinen Sinn für gefunden. Das ist einfach nur so, haha, ich Tech Chase dich. Aber das Ding ist, der hier ist viel besser auf Tech Chase, weil Gegner direkt bei dir bleibt. Aber ja, das ist einfach so ein typischer Tech Chase. Mach mein Tech Chase. Boom, Dash Tech. Oder Boom, Side B. Habe ich euch ja eben schon jetzt gesagt, was du machen kannst. Auf jeden Fall, Setup, das nur ein Tech Chase. Will ich nicht der beste Move. Will ich auch gar nicht benutzen. Der Move existiert, er ist da und das war's. So, und jetzt gibt's noch einen ganz interessanten Input. Ich crouch und während der ich crouch jetzt nicht mal an jemand zu A drücke, kommt einer meiner Lieblingsmoves. Das habe ich gefühlt bei jedem so einen Move. Demon God Fest. Einfach Elektroschaden Deluxe, wie bei Gandalf Jab, nur cooler, weil der Gegner nicht wegfliegt und bei dir bleibt. Kannst halt auch wieder wunderschönen Tech chasen. Dann auch. Und der Gegner bleibt halt bei dir. Ja, und da gibt es, wie erwähnt, schon so eine wunderschöne Komma. Landing Weak Neutral, dann sofort in den Crouch, sofort wieder aufstehen, dann hast du halt die Demon God Fist. Stay nach unten geschlagen. Dann versuche ich mal den Downtilt zu treffen und dann halt für den Left Split Kick zu gehen, was Double Tap A war. Nämlich der hier. Kombiniert sieht das Ganze so aus. Und dann kannst du weiter chasen mit Up Airs. Richtig coole Kombo. Not gonna lie. I love it. Gut, das ist eigentlich alles, was man machen kann. Das ist halt ein starker Angriff. Stunt den Gegner und dann kann man halt gucken, was er macht. Entweder man geht für einen Downtilt oder man geht für lustigerweise einen Grab. Also es gibt viele Mix-Ups. Man kann schielen, dann gerne Check rausbilden oder man geht für einen Check-Chase. Like this. Ist eine coole Sache. Ich mag den Angriff. Und da können wir nun zu den Smash angreifen. Fangen wir mit der F-Smash an. Der F-Smash nennt sich Glorious Demon God Fest. Zwei verschiedene Spots. Wenn du zu nah dran bist, kriegst du einen Zauber-Spot. Wenn du wirklich perfekt spaced und die Spitze triffst, kriegst du diesen wunderschönen Spot. Macht verdammt viel Schaden, stärker als Fake Punch. 31,6 unaufgeladen. Und das wird halt richtig belohnt. Und alle Smashes von Kazuya haben super Armor. Heftig, oder? Heftig. Würde ich auch sagen. Oh, es ist so strong. Ich habe das mal getestet. Das killt Captain Falcon. Captain Falcon, ne? Der ist Heavyweight. Killt an der Kante bei 40. Bei 40. Leute, bei 40. An der Kante, stirbt an der Kante bei 40. Das war nicht der Sweet Spot, sonst wäre er tot. Krass, oder? Das heißt, wenn du hier stehst und wirklich normal Getup erwartest, dann kannst du das der ultimative punishen. Ein Gegner irgendwie ein Habit hat, normal Getup zu machen, F-Smash. Naja. Ansonsten ist der F-Smash halt ein Hard Punish. Kann natürlich die Armor ausnutzen, Super Armor ausnutzen, wenn ein Gegner unüberlegt spielt. Aber ansonsten würde ich den Move natürlich im Neutral nicht raushauen, viel zu unsafe. Aber es gibt ein paar kleine nette Gimmicks, wie zum Beispiel sowas. Kriegst du halt nicht den Sweet Spot. Aber ich sag mal so: ein Gegner rein Airdodge oder so, kannst du halt richtig gut davon profitieren. Aber naja, es ist halt wieder so ein Thrash-Angriff, super strong, aber sehr punishbar. Deswegen will ich nur für Hard Punishes benutzen, als Mix-Up oder wenn die Gegner Airdodge-Habits haben oder wenn die Gegner hier immer normal Get-Up machen, kannst du halt richtig hart punishen. Bleibst du hier schön stehen, zack, F-Smash. Kazuya, F-Smash, danke. Oh Gott. Kommen wir nun zu F-Smash, Devil Twister, sehr schneller Move, kann man natürlich auch aber Shield benutzen, wie ihr sehen könnt. Ganz guter Punish und es gibt so eine True Combo in der Up Smash. Landing Up Air Up Smash.
True bei niedrigen Prozenten, richtig cool. Und es ist wirklich true. Habe ich getestet mit die Eier und allen Scheiß. Es ist true. Aber halt nur bei low Prozenten, wie ihr seht. Also sehr situativ, aber ist eine true Combo. Und in den Tutorial will ich euch möglichst viel erzählen. Und ja. Das funktioniert. Ansonsten, nicht die beste Reichweite trifft zu auf Plattformen. Also wenn ihr jetzt unter einer Plattform seid, da ging dann hier zum Beispiel gestunt mit der Side B und da wollt ihr jetzt hier vor unten den Tech Chase kriegen. Könnt ihr einfach abzwischen, das wäre sehr schwer zu treffen, weil ja, wenn der Gegner auf Plattform ist, müsst ihr wirklich sehr präzise stehen. Killt bei 120%. Also Captain Felgen killt es bei 120%. Und die Chance können auch schon mal 100 sterben. Kommt halt immer drauf an, ob die Fastfaller sind, ob die Heavy sind. Wisst ihr ja. Das Coole hierbei ist, er duckt sich wieder ein bisschen und macht dann von unten so den Schlag. Ist ganz cool aus. Aber ja, ist halt Upsmash. Anti-Air, starke Punish. Kann man benutzen, um Plattform-Pressure aufrechtzuerhalten. Und für Tech-Chase auf Plattform. Also wenn ich hier oben jemanden stunne, von unten dann Tech-Chase, bam, Upsmash. Richtig cool, Auto-Shield. Aber ansonsten hat der keinen Sinn und keep in mind, nicht die beste Reichweite, echt nicht. Nach oben nicht und auch nach vorne nicht. Da musst du schon richtig gut positioniert sein. Könnt natürlich auch hier Tech Chase oder so, wenn ich jetzt erwarte, dass es Captain Fang hier entdeckt, könnt ihr auch Up-Smash machen. Und dieser Smash hat am wenigsten Commitment. F-Smash, Ending Leg des Todes. Wenn ich drücke so schnell wie ich kann, Jab, kommt das jetzt. Und Down-Smash hat auch ziemlich viel Ending Leg. Up-Smash? Weniger als der anderen. Sprich, das ist niedrigstes Commitment. Bedeutet, wenn ihr den Tech Chase bekommen bei 1%, bumm, Upsmash. Gut, kommt jetzt der Down Smash, Lion Slayer. Der Löwen schlecht, das sieht so dumm aus. Das hat Sakurai, glaube ich, auch gemacht in Direct. Oh mein Gott, und die Leute auskratzen, die ganze Casuals. Oh mein Gott, das ist ja so broken. Das ist broken. Weil das actually ein True Combo ist. In Flash Tornado. Frosch Flash Tornado. True Combo. Naja, wann benutzt man den Down Smash? Eigentlich nie. Hier an der Kante kannst du ihn benutzen. Wenn der Captain Fang zu lange da hängt, wird er gespiked. Wenn Captain Fang hier offstage ist und davon erwischt wird, wird er gespiked. Wie ihr hier sehen könnt. Ist ganz witzig, aber das war's dann auch. Wie gesagt, klar, das kommt, wenn es trifft. Aber ja. Ich würde den Smash tatsächlich nur an der Kante benutzen, weil sonst viel zu großes Commitment ist und viel zu weird ist. Aber voll viele Down Smashes, die treffen ja nach vorne nach hinten. Vorne hinten. Die Down Smash. Vorne hinten. Mario Down Smash. Vorne hinten. Der trifft nur vorne und dann hast du so einen komischen Spike und ja. Ist weird, aber eine Kante kann ich tatsächlich benutzen. Wobei ich da auch tatsächlich den Tombstone Crusher präferiere. Weil er halt Invincibility hat, weil er auch Two-Frame kann, weil er der voll lang aktiv ist und manche Gegner sogar beim Hängen auch trifft. Zack. Zack. Ist halt schon cool. Tombstone Crusher. Schön an der Kante. Wunderbar. Aber für die Leute, die einen coolen Spike-Kill haben wollen, können natürlich auch Down Smash machen. Yay. Yeah. Ich bin so cool. Ja, das war's zu den Smash-Angriffen. Das schnellste und beste wurde Upsmash, weil er den meisten Nutzen hat. Aber die sind alle Smashes richtig gut. Aber man muss sie richtig einsetzen in der richtigen Situation. Und alle haben Super Armor. Der Smash hat am meisten Super Armor. So, jetzt kommen die Aerials. Die Aerials, die Aerials, die Aerials. Jumping Knuckle. See New to Air. Und das Start-up, der New to Air spiked. Und ja, das kannst du wirklich in alles kommen, in Spike. In Flash Tornado, in diesen wunderschönen Roundhouse Kick. Du kannst es auch in den Tsunami Kick kommen und ich weiß zwar nicht, warum du was machen sollst, aber es geht. Zack, zack. Und ja. Kannst du wirklich in alles kommen, das ist einfach ridiculous. Kannst du eine Upsmash kommen bei Low Prozent. Seht ihr das? True Combo.
Ja, also Newtair, gute Area. Kann man den Gegner schön cross-upen, einmal rüberspringen, wusch, erstmal hinter den Gegner geht für einen Grab. Und ich finde, Offstage ist auch das beste Tool von Kazuya, weil wenn du ihn triffst, ist er natürlich nicht der stärkste Spike, wie ihr sehen könnt. Ich habe ihn vorhin nicht getötet. Und es ist halt nur das Startup, aber es muss schon richtig präzise sein und die Range ist ja auch nicht gut. Ja, da hat es funktioniert. Also ist ein nettes Gimmick. Iron Neutral Air ist definitiv ein guter Move, guter Combo-Move. Weil, was wir schon eben gesagt haben, kannst du eigentlich in alles kommen. Das ist mein Lieblings-Combo immer noch von Kazuya. I love it. So much. Und ja. Was soll ich sagen? Neutral Air. Für Combos, Offstage, kannst du Weak Neutral Air auch in Grab, come on. Zack. Oder auch eine Downbeat. Gibt's coole Sachen mit. Und Lightning Neutral Air kannst du auch in einen Move kommen, der speziell Inputs braucht. Und zwar der Spinning Demon to Left Hook. Auch diesen Namen, ey. Ganz ehrlich, hätte ich meine Liste nicht, diesen Namen, hätte, könnte ich mir nie merken. Das ist ja schlimmer als Vokabeln lernen. Echt. Also Lightning Neutral Air, Spinning Left Demon Hook. Sieht so aus. Auch ein True Combo. Deswegen ist, die Namen machen mich echt ein bisschen wild. Die Sache ist, ich will euch erklären, was man machen kann, Kombos und so, aber ihr müsst die Namen ja auch dann verstehen und keiner kann es so richtig nachvollziehen, ey. I hate it so much. Das ist echt das komplizierteste Tutorial, was ich hier gemacht habe. Einfach weil es so viele Sachen gibt. Aber es funktioniert ebenso. Coole Sache, wie ich finde. Was du auch machen kannst, Landing New to a Wind God First. Das hier ist auch ein Special Input. Dazu kommen wir gleich später. Also, Landing Neutral kannst du ziemlich in alles kommen. Weak Neutral so in Grab. Die Spike Neutral bei Low Prozent so in Up Smash. Was richtig cool ist. Die Neutral hat so viele Kombos. Du kannst Spike Neutral in Upper kommen und dann Uptilt Neutral setzen. Seht ihr das? Auch eine coole Kombo. Was halt auch geht, aber ja, das ist auch wieder so ein Spezialimport. Landing Neutral Air, Wind God First. Wie man das macht, zeige ich euch später. Ich wollte das jetzt nur schon mal demonstrieren. Zack. Auch eine wunderschöne Combo. Aber jetzt schnell weg von Neutral Air, weil wie gesagt, das Combo Heaven kannst du in so ziemlich alles kommen. Köln sofort Air. Searing Edge. Kannst du in Grab kommen. Ganz witzig. Und naja, das hat so ein bisschen die Diddy Kong, King K. Rool Vibes, nur laggy. Weil dauert, bis man wieder was machen kann. Relativ viel Ending Lag. Aber kann man gut zum Space benutzen, eine gute Reichweite. Nur unlike other moves von Kazuya, ist es halt so, dass hier das Bein nicht unwohnbar ist. Das ist hauptsächlich nur grounded der Fall. Aber ein netter Move, gut Reichweite, gut zum Spacen. Ist ganz süß. Aber, ja, nicht der beste Move von Kazuya. Ich finde, den kann man grounded am besten spielen. Klar, du kannst natürlich auch Gegner damit versuchen zu edgegarden. Schleute Gegner nur nicht weit weg. Aber hey, gegen schlechte Recoveries funktioniert das halt. Wie ihr hier sehen könnt. Killen tut der Move nicht. Aber was halt nicht ist, ist, dass du bei Low Prozent den Grab kommen musst. Ganz nett. Ganz nett. Und Landing Fort Air hat weniger Lag als Rising. Naja, nicht der Rest Move. Schon kommen wir zur Backer, Jumping Sword. Ist ein bisschen laggy. Schwer zu spacen, weil du auch noch fast voll musst, aber super strong Move. Wenn du nur den Move offstage bekommst, der Gegner meistens tot. Wenn du Move an der Kante bekommst, der Gegner auch meistens tot. Ja. Seht ihr, das hat Captain Fang schon fast getötet bei den Prozenten. So strong, aber es ist halt die typische Shoto Back Air. Die ist von Terry auch super stark. Von Rio super stark, das ist halt typisch Shoto. Bam. Kill Move. Kannst du natürlich auch Leute mit Cross up und Boom. Auch ganz neat. Guck ich jetzt hier zum Beispiel eine Kante hin. Jump. Jumping Sova. Boom. Gegner überrascht. Dafür ist der Move. Das war's. Das war's. Ich finde, Kazuya ist jetzt nicht der typische Airfighter. Die Aerials
sind nur mittelmäßig. Und du willst auch die Grounded Moves benutzen mit ihm. Aber klar, wenn du irgendwie Kill Struggle hast und Dinge für im Short-Term ist, zum Beispiel mit einem Reverse Aerial, gut was reißen. Dazu einfach in die Richtung des Gegners rein, umdrehen, sofort springen und bam. In die entgegengesetzte Richtung bringen. Das Reverse Aerial, ziemlich wichtig mit dem Short-Term, weil sonst kriegst du die Back-Air nicht hin, weil auch Kazuya sich immer automatisch umdreht, wie ihr seht. Wie alle Shotos. Und deswegen muss man halt Ra können. Das geht leider nicht. Schön wär's. Also, das kann funktionieren. Captain Falcon ist der fast voller. Das Ding ist nur, es ist nicht true. Es ist kein Mix auf seinem Bam. Dann machst du Ra Back Air. Das Blöde ist, Captain Falcon fällt halt viel zu schnell. Ihr seht. Aber ja. Bei hohen Prozenten kann man ihn eventuell damit erwischen. Aber wie gesagt, merkt euch das nicht. Nur so ein Air Chase Mix-Up. Gut. Kommen wir jetzt zu meinem Hass-Move von Kazuya. Ich hasse den Move hier ab und hier von dieses Demon Scissors. Die Down Air. Oh Gott, ist der Move schrecklich. Benutze den Move einfach nicht. Er ist bad. Klar, du kannst sowas machen. Oh mein Gott, ich hab den Gegner getötet. Das ist wahrscheinlich der einzige Nutzen. Dazu einfach springen, nach unten drücken. Ja, Jump benutzen und ab hier. Dann überlebt man noch. Das ist der einzige Nutzen, neuer Move. Spike nicht mal. Ich bin ja nicht so ein Mädchen, das so Spikes hyped. Weil die meisten Smasher immer so, oh mein Gott, ja, ich bin so cool, ich hab dich gespiked. Aber dass dieser Move, der genau so aussieht wie von Bayonetta, nicht spiked. Eine Frechheit. Es ist wirklich eine Frechheit. Move ist nicht der schnellste, Move ist nicht der stärkste. Wie gesagt, hier ist es ganz cool. Covert viel, eine gute Reichweite nach vorne, ist nicht mehr invincible. Ja, wir sprechen von Kazuya und seinen Beinen. Die sind gerne oft invincible. Bei dem Move nicht. Der Move ist einfach bad. Der Move suckt. Echt? Aber hier, gegen schlechte Recurries. Wush, here I come. Ja, das war Demon Scissors. Benutze Move nur in diesen seinen Felgen, gerade gegen Captain Falcon funktioniert das gut. Aber so ein Marfo oder so, den könntest du halt nicht damit challengen. Naja. Landing Upwards Rising Tall Kick habe ich ja eben schon gezeigt. Kann man richtig gut kommen, vor allen Dingen in Up-Smash-Beloch-Prozent, Flash-Tornado und Lucius auch bei niedrigen Prozenten in Dombi. Wurscht. Seht ihr es? Selbst auf mir geht. Und hier ist so Flash Tornado. Was sind so die typischen Kombos, die du hast mit der Up-Air? Mit Prozenten kannst du natürlich Landing Up-Air in weitere Up-Airs kommen und kannst die Strings damit Forward-Air werden. Ganz nett, ganz nett. Und wenn du Forward-Air gemacht hast, kannst du auch einen Laser hinterher schießen. Um den Gegner komplett zu nerven. Wunderschön. Ja. Ist ebenso true, Kombo das Landing Up-Air Up-Tilt. Das ist nicht die beste Kombo, was hier existiert. Abtilt fühlt sich auch mal wieder man und das natürlich auch nur bei niedrigen Prozenten. Kommt das auch so vor, dass Kazuya nur gute Kombos bei niedrigen Prozenten hat und bei höheren Prozenten killt so ziemlich alles. Und er hat halt solche wunderschönen Sachen. Ich meine, bei hohen Prozenten brauchst du Flash Tornado treffen, dann kann so ein Striftshow oder Tombstone Crusher. Weil er killt auch so früh, wie ihr hier seht. Oder F-Tilt. F-Tilt hast du ja auch noch. Von daher. Kazuya nicht um den Killproblemen, nur kommen muss, hast du halt tatsächlich nur bei niedrigen Prozenten. Das wollte ich mal erwähnt haben. Gut, das waren die Aerials, weil mehr gibt es ab ja nicht zu sagen. Klar, kannst du damit Plattform Pressure aufrechterhalten, wenn jemand auf Plattform ist. Kannst versuchen, jemanden in Luft zu halten. Richtig gerade die beste Stärke von Kazuya. Ich meine, die Reichweite ist ganz gut nach oben, aber halt nur nach vorne. Ist halt nicht so ein Sephiroth-Up-Air oder Cloud-Up-Air, die halt alles kann. Aber natürlich kannst du auch versuchen, den Gegner damit hochzuhalten. Das geht. Okay, Doc, kommen wir nun zu den Specials. Devil Blaster. He is firing his laser. Ja. Du kannst den Laser nach unten engeln, kannst den Laser gar nicht engeln, kannst den Laser nur grounded. Nach oben engeln.
more grounded. Bin ich in Luft und versuche nach oben zu engeln, funktioniert es nicht. Aber nach unten kann ich trotzdem engeln. Auch in Luft. Besonders gut zum Snipen. Double Jump, wusch. Na, kann man halt wunderschön die Dinge snipen. Wofür ist der Move? Der Move sagt einfach, komm, approach mich. Ich bin gut im Nahkampf. Lasst uns jetzt kämpfen. Oder halt, wenn der Gegner offstage ist. Einfach nur ein bisschen Druck zu machen. Zu nerven. Eventuell snipen, wenn der Gegner keinen Jump mehr hat. Aber ein Laser ist halt super laggy. Sau langsam, sau viel Ending Lag. Nicht der beste Move und viele können halt unterher kriechen. Pikachu, nicht nur Pikachu, selbst ein Diddy Kong, der steht, wird hiervon nicht erwischt. Aber dafür können sie auch nur unten engeln. So ein bisschen Rob Laser in schlecht. Ich finde das Robs Laser nur in schlecht. Echt. Natürlich ein bisschen stärker als Robs Laser, ungefähr so stark wie der voll aufgeladen, aber ey. Ich bin kein Fangirl von dem Move. Aber er existiert. Bitte approach mich. Dafür ist der Move von zum Snipen. Aber die Reichweite ist natürlich gigantisch. Geht über die ganze Stage. Wie ihr hier sehen könnt. Das ist natürlich cool. Not gonna lie. Und man stallt ein bisschen. Weil während ich den Move mache in Luft, falle ich nicht nach unten. Ich stalle. Ich bleibe auf einer Stelle. Das könnte man sich zunutze machen. Für kreative Recovery Mix-Ups. Ich bin da oben eine Blaster oder so und dann kann ich mich installen noch mit dem Laser und kann dann zum Beispiel Fast for Air Dodge machen. Das ist eine coole Sache. Das kann ich machen. Ja, das ist die New TV. Devil Blaster. Jetzt kommt Devil Fist Side B. Ich habe euch eben schon vorgestellt. Deswegen ist der Move funktioniert nicht, wenn man zu weit weg steht. Seht ihr, dass er mit Kettenfängen so über mich geschleudert. Und da habe ich noch keinen Nutzen für gefunden. Ich glaube, das hat doch keinen Nutzen, das funktioniert einfach nicht. Wenn du das triffst, hast du halt verkackt. Ist einfach so. Kannst einfach nicht rauskommen, wenn du was triffst. Ist ein Weak Spot. Nicht mal Flash Tornado geht. In dem Fall schon, aber das Captain Fang jetzt auch schon mittlerweile ein bisschen höher geflogen. Du willst ihn ungefähr hier treffen. Hier funktioniert er noch. Und dann habe ich ja schon eben gesagt, solltet ihr Stage Smash machen. Das war vom Gegner weg. Diagonal nach unten, in dem Fall hier und dann A. Und bitte nicht crouchen dabei. Zeig's euch gerne mal. Und nein, das ist nicht true. Also es ist true, nachher ist halt wie einmal Stage Smash zu machen, aber nicht das so zu chainen. Ist nicht true. Aber ja, das ist der Move. Und was ich gern mache mit Casual ist. Haha, Überraschung! Katze Gegner hätte hier auch stunnen. Einfach. Let's drop, zack, gestunt und. Kannst du halt versuchen, da was rauszubekommen. Oder, selbst wenn du nichts rausbekommen möchtest, das Coole ist, du hast for free die Stage Control wieder. Kannst du wieder in die Mitte positionieren. Das ist eine nette Sache. Aber ansonsten Tech Chase, Damage aufbauen, nette Sache. Und man kann den Gegner überraschen, wenn er auf Plattform steht. Push! Oder, soll ich mal was sagen, das habe ich zum Down Smash gar nicht gesagt. Das schleudert einen in ekligen Winkel, eine Tech-Position auf Plattform, wenn da Plattformen sind. Und da müssen viele in Tech. Bedeutet, wer einen Tech nicht bekommt, könnt ihr die Gesamtplattform mit abdecken, bekommt eventuell den Stun, rutscht runter, kriegt den Tech-Chase mit Up-Smash, warum sein ist der Gegner tot. Falls ihr das Ganze nachvollziehen könnt. Sorry, wenn ich mir mal zu kompliziert denke und zu competitive bin. Aber ich will euch auch ein paar Advanced-Sachen erzählen. Ja, das war alles, was man damit machen kann. Coole Sache auf jeden Fall. Und zum Sprung benutzen. Klar, du kannst es auch als Recovery benutzen. Yay! Das Ding ist, du kannst entweder nur Up-B machen oder nur Side-B. Ist ein bisschen blöd. Weil guck, jetzt drücke ich Up-B, komm nicht mehr raus. Und selbst wenn ich den zweiten Sprung benutze, zack, kann ich nicht mehr Up-B machen. Entweder oder. Entweder Side-B oder Up-B. Das finde ich schon wieder vom Design her richtig dämlich. Ich weiß nicht, was Sakura sich dabei gedacht hat. Wahrscheinlich, weil er sonst zu overpowered wäre. Kazuya. I don't know.
Auf jeden Fall war es Zeit, wie es bei Devil Fist. Jetzt gibt es die Devil Wings. Wusch! Wusch! Ja, es ist halt hauptsächlich nur Recovery. Kannst du auch Platform Pressure mit ausüben? Gleiche Situation. Gegner ist auf Plattform, nicht attackt. Wupp! Kannst du Text so viel einfach mit treffen. Weil bei Upswish muss halt richtig präzise sein. Bei Up hier nicht unbedingt. Eine bessere Reichweite trifft sogar vorne. Kannst du eventuell so Out of Shield benutzen, wobei ich da eine Upswish präferiere. Fun Fact, das Kombo sogar. Ist das nicht ridiculous? Ist aber nicht true. Kann man jetzt voll Up benutzen und voll viele springen auch. Den Kasu ja immer weg. Das kann man sich zu eigen machen, indem man damit Up immer kommt. Finde ich ganz nett. Also, ihr müsst euch vorstellen, die meisten, wenn ich von sowas getroffen werden, springen. Und dann machst du einfach zack. Ganz nett, kann auch killen, wie gesagt. Bei mir im Prozent. Aber hauptsächlich ist es eine Recovery. Und ist die Recovery gut von Casio? Ich würde schon sagen, ja. Ist nicht schlecht. Und keep in mind, du kannst dann auch immer nur Air dodgen. Und keep in mind, du bist nicht im Freefall. Seht ihr das? Du kannst immer noch danach fast for Air Dodge, Mann. Das ist absolut ridiculous. Ja, fast for Air Dodge. Eine beste Option im Competitive Play. Du kannst danach immer noch angreifen. Was auch komplett busted ist. Ich kann danach nur Laser machen, noch ein bisschen stallen. Du hast so viele Mix-Ups. Ich finde die Recovery ist actually amazing. Gerade für den Shoto. Du hast die Side-B. Also du kannst natürlich nur Side-B oder Up-B. Du hast einen insane zweiten Jump, wo er extrem Reichweite bekommt. Guck mal, ich jetzt hier bin. Wursch, wursch. Und die Up hier alleine gain schon ziemlich viel Distanz. Seht ihr das? Die Recovery ist absolut amazing. Ich finde die richtig gut. Muss natürlich bei so einem gewissen Punkt bleiben, weil sonst snappt er nicht die Kante, so wie Omar, Lucina, Mario. Und ja, hier müsst ihr die Up hier machen. Dann snappt er die Kante. Weil sonst sieht das so aus und ihr werdet ihr so gesmashed und sterbt und alles ist kacki. Also immer schön von hier das machen, anstatt von hier. Ganz wichtig. Gut, das war die Up hier. Das ist hauptsächlich ein Recovery Move. Kann man auch für Plattform Chase benutzen. Aber das war's dann. Supi. Jetzt gibt's noch die Down Bears und Command Grab. So ähnlich wie vom Bowser. Eigentlich genau wie vom Bowser. Ist auch so, wenn der Gegner mehr Prozent hat als ihr, dann könnt ihr es beeinflussen, wo es hingeht. Könnt ihr natürlich auch Krasura sein. Manche kommen nicht hoch, manche kommen hoch. Wenn jetzt zum Beispiel Glurak mit 3 Sprüngen oder Meltenheim mit 5 Sprüngen wäre, käme natürlich noch hoch. Aber so ein, was weiß ich, so ein Dr. Mario kommt natürlich dann nicht hoch. Oder so ein Simon Bam und Lil Mac glaube ich auch nicht. Nee, Lil Mac nicht. Nicht von da unten. Lil Mac's Recovery horizontal ist eigentlich ziemlich gut. Aber nicht von unten. Ja, klar, das funktioniert. Ansonsten Command Grab, nette Sache, Gegner schier zu viel, zack, Daumen hier, aus Luft. Kannst du in Luft jemanden damit treffen? So offiziers. Like this. Und natürlich, wenn eine Plattform chillt und wo im Shield steht, könnt ihr natürlich auch zack, den einfach dann graben. Command Grab. Richtig cool. Kann nicht geschielt werden. Super strong. Ja, und das geht auch bei 130. Kommt natürlich immer auf den Charakter an, aber kein Felgen mit 130 stirbt er. Haben wir nur 2 Move, wenn die Gegner zu viel schieben, wie die meisten Command Crafts, dann kannst du den Move super gut benutzen. Kannst natürlich auch Mix-Ups benutzen. First Hit Up-Tilt, Down-B. First Hit Tsunami-Kick, Down-B. 10-Hit-Combo einfach abbrechen. Nein! 10-Hit-Combo einfach abbrechen mittendrin und dann Down-B. Das ist alles nicht true, das sind nette Mix-Ups. Landing up air, down B. Das ist actually true. Ja, also ziemlich viele Möglichkeiten kann man gut benutzen. Guter Move, guter Command Grab, gute Kill Power. Nur schlechter als beim Bowser. Warum schlechter?
zum Browser, weil du nicht auf Plattformen landen kannst damit. Also ich hab's nicht hingekriegt. Flappy war einfach kacki. Aber Bowser landet dann immer schön oben auf der Plattform, Battlefield, und das kann Kazuya halt nicht nehmen. Das ist so der einzige Nachteil. Aber trotzdem ein guter Moment. So, jetzt kommen wir zu den super komplizierten Sachen, und zwar diese super speziellen Inputs. Zum Moves, die kannst du nur mit Inputs machen. Und Kazuya hat tatsächlich einen Grab, wie jeder andere Smash-Charakter. Aber er hat auch nur einen Special Grab. Vorne zum Gegner hin eine coole, unten vorne zum Gegner hin eine coole Grab. Und das alles in einer Motion. Like this. Oh, ich bin so stolz. Ich hab's hingekriegt, obwohl ich es in die Kamera gezeigt habe. Das ist für mich immer schwer. Ja, und das hier Gates of Hell. Special Grab. Kazuya ist so crazy, hat sogar einen Move, den du mit einem Grab kommen, also inputten musst. Also wir haben ja schon Inputs gehabt bei Terry, Ken und Ryo, aber dass du irgendwelche Inputs mit dem Grab-Knopf hast, das ist mir neu. Ist auf jeden Fall cooler Grab, wenn man nur zwei am besten genau hier, wenn man gecornert ist. Wupp! Ich war gecornert, der hat keinen Stage-Control, Spiel ist umgedreht. Seht ihr das? Und es killt halt auch noch, ne? Und der Winkel ist auch noch super eklig. So ich aktiv wie Dr. Mario Belmonts. Richtig Probleme, dann zurückzukommen. Das war nicht der Input. Seht ihr, wie viel schlechter das ist? Klar, Backflow hilft dir auch, die Stage Control zurückzubekommen, aber es war bei far nicht so gut wie der Input. Guckt euch das an. Wurscht, und es killt fast. Und dann kommt die New to Air. Nein, sie kam leider nicht. Ist echt schwer zu treffen. Wenig Reichweite, muss Frame 1 sein. Ja. Auf jeden Fall, wenn du hier im Corner bist, kannst du was machen. Und der Witz ist, du kannst, wenn du hier hängst, schon das buffern. Also Input buffern. Und er macht das sofort. Und das ist der Trick. Das ist der Trick bei der Sache. Yeah, da ist der Spike. Ja, Gates of Hell. Gut, um die Stage Control zurückzubekommen. Ekliger Winkel. Und wenn man an der Kante hängt, kann man den Input schon buffern. Ziemlich nützlich, ziemlich cool. Nice. Jetzt kommt der Crouch Dash. Nach vorne, unten, schräg. Nach vorne, unten, schräg. Nach vorne, unten, schräg. Nach vorne, unten, schräg. Vorne, unten, schräg. Das ist der Crouch Dash. Gut, um Projektile zu dodgen, zu approachen. Mit Invincibility zu approachen, sich zu ducken auch noch dabei. Cool, dass er komplett unverwundbar fast. Außer beim hinteren Bein. Da kannst du mich noch verletzen. Richtig gut. Crouch Dash, nette Sache. Gut fürs Approachen. Und ja. Gut, um nervige Moves zu umgehen. Vor allem Projektile. Weil er duckt sich noch und du hast noch die Invincibility. Einfach nur awesome. Jetzt kommen die schwersten Inputs im Spiel. Vorne, unten, Strich, unten, A. Hat drei verschiedene Variationen. Absolut krass. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, aber ja. Wind Godfist. Electric Wind Godfist. Und Dragon Uppercut. Wow, dass ich jetzt alle drei nach Himmel gucke. Weil eigentlich sind das die Inputs, die ich verkacke. Weil, oh Gott, das braucht so viel Präzision. Wind Godfist. Musst du einfach nur den Input machen. Electric Wind Godfist, meiner Meinung nach der schwerste Input vor allen Charakteren im Spiel, musst du Frame Perfect A drücken. Im richtigen Moment. Super schnell sein und dann A drücken. Die Input super schnell sein, A drücken. Dann hast du Electric Wind Godfist. Da gibt es sogar eine Zero to Death Kombo mit. Das ist quasi genauso wie das andere. Und wenn du A gedrückt hältst, kommt halt der Dragon Uppercut. Das ist das hier. Und dann kann es passieren, dass du halt Wind Godfist machen möchtest oder Electric Wind Godfist und hast zu lange A gedrückt, dann kommt halt der Dragon Uppercut raus. Also, wow, also wer das konsistent hinbekommt, der ist für mich ein Gott. Wirklich. Zack, Dragon Uppercut. Zack, Wind Godfist. Zack. Ja, das, da wollte ich Electric Wind Godfist machen, hat aber mal wieder nicht funktioniert, wie so oft. Das ist der schwerste Input im gesamten Spiel. Da, das war Electric Wind Godfist, diesen Namen, ey.
Und ja, da gibt es Zero to Death, kommen wir mit, zeige ich euch später. Kriege ich natürlich nicht immer hin, und ich schneide euch das hin so zusammen, dass ihr es mal wenigstens gesehen habt. Ich bin wenigstens ehrlich, ich sag, wenn ich was nicht zu 100% immer hinkriege, dann bin ich auch ehrlich. Aber ja. Wofür benutzt man das? Wie gesagt, das könnte so aus dem Landing Neutral kommen hier. Aber es ist halt nicht die Welt. Also ich finde, die Wind Godfist kannst du für nichts gebrauchen eigentlich. Electric Wind Godfist ist mega cool, der gegen Resistant ist. Kannst du halt einen Flashdown hinterher setzen, kannst springen, dann den die Eye folgen, Neutral machen, runterziehen, regrammen. Und dann kannst du das halt nochmal machen. Oder machst du halt Down Throw und dann Flash-Tornado. Also es kommt dann ein Grab, es ist so cool. Du kannst in die Eye folgen, machst den Neutral, ziehst den Gegner runter, gehst für ein Grab. Oder für irgendwelche anderen schönen Sachen. Super cool, oder du gehst hinterher, weil der Gegner fliegt immer gleich nach Electric Wind Godfist. Und kannst sogar Down B versuchen, den Luft zu graben. Und dann knallt so voll Luft auf den Boden. Like this, das ist so krass. Unfassbar cool, also Electric Wind Godfist ist cool, weil der Gegner länger gestunt ist. Es einen viel mehr Möglichkeiten gibt. Und naja, Dragon Uppercut muss ich euch nicht erklären, oder? Dass das eine gute Kill-Option ist. Weil du kommst halt aus dem Crouch, aus der geduckten Haltung. Und hast halt super Ultra-Power. Das ist ein Kill-Move. Das ist ein Kill-Move, mehr nicht. Bam! Und es macht so viel Schaden. Gibt keinen True Combos rein, weil es halt schon langsam ist. Aber ihr seht schon, Invincibility ist real. Und die killt Power auch. Bam! Guck, wie stark das ist. Das will ich nur zum Killen. Dragon Uppercut ist halt quasi wie Shoryuken. Nur das Ding ist, bei Shoryuken gibt es Kombos da rein. Hier irgendwie nicht. Weil der Move zu langsam ist. Und dann haben wir noch zum Schluss Spinning Demon to Left Hook. Das habe ich eben schon mal gezeigt. In Neutral Combo. Gleicher Input, also Shoryuken Input, nur dann müsst ihr halt anstatt A, B drücken. Oder halt, wo auch immer ihr Special drauf gelegt habt. Sieht dann so aus. Bam, bam, das ist ein Double-Hit-Kombo. Das Kombo hat, wie eben auch schon gesagt, aus dem Neutral, bam. Dann stand ein 2-Hit-Kombo und ein 3-Hit-Kombo. Das ist actually true. Was ich ganz cool finde. Ja, wann benutzt man den Move? Schwer zu sagen. War eigentlich ist der Move halt nicht so gut. Sind wir mal ehrlich. Ich meine, das ist kalt. Und Kasuya duckt sich ein bisschen, aber naja. Es gibt bessere Moves, sind wir mal ehrlich. Aber es war ein ganz netter Move zum Killen. Hat er aber genug von und auch safer Moves, wie zum Beispiel Flash Tornado einfach so spammen kannst. Und der noch viel mehr Invincibility hat. Also eher ein kleines Gimmick. Aber hey, der Move existiert. Vielleicht findet ihr ja einen Nutzen davon. Ich finde, ich will den Nutzen davon. Zack, zack. Set strong. Und Double Hit. Die Gegner einen Hit erwarten. Zum Beispiel Flash und Arrows nur einen Hit. Und die nicht damit rechnen. Könntet ihr halt überraschen, weil es zwei Hits sind. Ja, naja. Und jetzt kommt der Witz. Wir haben Taunts. Abtaunt. Da fühlt er sich cool. Huh. Und den Downtaunt. Teuflisch gut. Und jetzt kommt er jetzt mit dem Side-Taunt. Side-Taunt macht actually 21,6% Schaden. Zwar schlechter als Regis Taunt. Regis Taunt spiked in der Country. Regis Taunt True Comrade in AP. Weil Sakura meint, das ist der beste Taunt im Spiel. Das ist überhaupt nicht. Und das ist erst so eine Meme-Kombo. Kannst auch in Landing Neutral da reinkommen. Aber es ist halt schlechter als viele andere Sachen. Hier, der Spin ist viel besser. Selbst das, was ich euch eben gezeigt habe, ist besser. Halt der hier, selbst der ist besser. Aber hey, ein Taunt, der Schaden macht. Endlich mal wieder ein cooler Taunt. Existiert. I mean, das ist ein nettes Gimmick, I guess. Das Blöde ist, kannst du natürlich in Elite Smash nicht benutzen. Weil da ja Taunts nicht erlaubt sind und Killen tut's auch nicht wirklich. Also Cursor hat bessere Optionen, aber hey, gegen den Disrespecten wollt, Taunt ist euer Freund. Der Side Taunt. Zumindest der Side Taunt.
So, jetzt sind wir auch fast durch mit den Moves. Von Kazuya nach all den Jahren. Jetzt haben wir noch die Frost und seine Mechanik. Rage. Yay. Noch ein Charakter mit einer Coming-Mechanik. Rage gibt es ja in Smash sowieso. Wenn die Charaktere 4% haben, dann werden die Angriffe stärker und Knockback wird halt größer. Bei Kazuya ist es so, wenn er diesen Rage-Status hat, dann verstärkt er tatsächlich alle Angriffe um 1,1%. Alle Angriffe sind also stärker, merken wir uns. Der Rage-Status geht weg bei 36,5%, also wenn ich jetzt 36,5% erleide, ist es weg. Oder wenn ich zu oft ins Leere grabbe, dann ist es auch weg. So kannst du es verlieren. Da, und schon ist es weg. So viel zur Rage-Geschichte. So. Ah, shit. Wenn ich im Rage-Drive bin, so heißt das Ganze, nämlich Rage-Drive, und ich bekomme Grab. Sieht der Grab wie folgt aus. Bam, 32%. Ich kann natürlich auch Daumen bekommen. Ist es auch weg. Logischerweise. Aber auch hier gibt es natürlich wieder einen Input. Und zwar schon wieder der Shoryuken-Input. Weiß ich, warum das oft verwendet wird. Wenn ich den True-Input mache, ist es tatsächlich stärker. Was war jetzt mit Input? Bumm, 38. Bisschen stärker. Also macht das bitte mit Input. Das will ich nur zum Killen. Seid ihr in diesem absoluten Rage-Modus, einmal pro Stock, by the way, auch nur. Seid ihr in diesem absoluten Rage-Modus, dann viel Spaß beim Graben. Kann ich jetzt schon sagen, weil das ist absolut ridiculous. Wenn ihr das bekommt, ist der Gegner meistens tot. 60% Gegner ist tot. An der Kante sowieso. Klar, ein Bauer ist aber wahrscheinlich nicht. By the way, noch mehr zu Kazuya. Kazuya hat auf manchen Moves Super Armor. Ja, Super Armor sowieso, aber auch Tough Guy. Was Bowser hat. Nur in Schwächer. Nicht ganz so extrem wie bei Bowser. Aber ja, wenn du Kazuya so ein bisschen schlägst mit schwachen Hits, juckt dich nicht. Ja. Sakurai dachte sich so, ja, wir geben ihm alles, selbst Tough Guy. Ist Tough Guy nicht mehr einzigartig. Jetzt hat Kazuya es auch noch. Aber nicht ganz so stark wie bei Bowser. Trotzdem, er hat das. Das wollte ich auch noch erwähnt haben. Oh Gott, dieser Charakter. Geht das Tutorial am Ende 5 Stunden? Komm mir so vor. Ha. Gut, das wäre das. Also Rage Drive, wenn ihr einen Kill bekommt, wenn ihr einen richtigen Read habt, werdet ihr belohnt. Grabt ihr einen Name, Rage weg. Also, ich finde es nicht broken, weil ein Miss, ein falscher Read und ihr verliert es halt. Oder wenn ihr einmal Comet werdet, ist es auch meistens weg. Es wird übrigens aktiviert bei 100%. Also wie bei Tyric Go. Shit, das ist der falsche. Ab 100%. Nicht 99, 100. Ja. Cool. Das ist diese Mechanik. Und ja, Schaden erhöht. Schaden erhöht. Macht viel mehr Schaden damit. Cool. Jetzt kommen noch die Froze. Down Throw ist ein Comma Throw, wie Sakurai auch schon gesagt hat, ist aber nicht so amazing. Der hat ja gemeint, da kannst du fast alles mit Kommon. Aber eigentlich kannst du nur das damit Kommon. Boom. So, auch noch damit Kommon kannst du das Down Throw Wind God Fist. Am besten macht die Electric, aber ja, die funktioniert halt leider nicht immer. Also bei mir zumindest nicht. Ja, das ist auch noch eine Combo. Also entweder Down Throw Flash Tornado, Bomb, True Combo bis High mit Prozent oder Down Throw Wind God First, Bomb. Die Combos existieren, alles andere ist nicht true, muss nicht erwähnt werden. Ja, aber Down Throw hauptsächlich zum Combo und das Combo so lange noch, das ist absolut ridiculous. I love it. War echt ein guter Combo Throw. Seht ihr das? Und ist echt nicht schwer. In der Animation bei Down Throws drückt er den C-Stick in den Gegensatz Richtung Bam. Und wenn ihr es hier an der Kante bekommt, könnt ihr es eventuell so erkennen. Na gut. Kann es nicht, weil dann die Prozent so hoch sind und es nicht mehr connected. Ja. Ist natürlich unfortunate, aber hey. Könnt ihr einfach Down-Tilt und Flash-Tornado machen. Wie schon eben erwähnt. Gut.
Also don't throw is euer common throw. Notiert. Forward throw, lame, nur für Positioning. Schleudert den Gegner nicht allzu weit weg. Das heißt, man kann den versuchen wieder zu chasen, bam. Ja, kann es halt so ausmachen. I mean, Forward throw ist echt nicht gut. Bei höheren Prozenten chase es auch nicht mehr, nur bei niedrigen Prozenten könnte ich für einen Tech Chase gehen. Bei höheren Prozenten ist einfach nur Positioning. Oh, ich habe einen Grab bekommen, will ihn gegen Offstage haben, zack, du bist jetzt Offstage. Haha, ich schieße einen Laser hinterher. Könnt ihr halt solche Sachen machen, aber wie gesagt, da empfehle ich euch leider den Tombstone Crusher, weil das Beste ist, oder den Down Smash. Ja, so viel zu der Geschichte. Und ganz ehrlich, Backfroh ist das schlechteste Floor. Warum Backfroh machen, wenn du halt was Besseres hast? Nämlich den hier. Viel cooler als der Backfroh. Gates of Hell ist besser als Backflow. Backflow nie benutzen. I don't know. Warum willst du hier Backflow machen, wenn Gates of Hell in jeder Situation besser ist? Muss halt nur ihr Input können. Keep in mind, schräg unten, unten, schräg unten. Rechts, also schräg unten zum Gegner hin. Like this. Viel besser, nervigerer Winkel macht mehr Damage, killed. Weil kein Flow von Kazuya killed. Außer Gates of Hell bei hohen Prozenten und bei hohen Prozenten 150 plus Upthrow. Upthrow ist euer Killthrow. Schleudert den Gegner weg, schleudert den Gegner oben, könnt ihr noch einen Laser hinterher setzen. Der Laser wird automatisch abgefeuert, aber könnt ihr noch einen zweiten Laser hinterher setzen. Und dann geht noch mehr zu Pressure, noch mehr zu Chasen. Auf jeden Fall eine nette Sache, ich zeig's euch gerne. 150 plus killt. So ziemlich jeden Charakter. Bei Kevin Fang, gerade so, Bowser wird wahrscheinlich noch nicht sterben. Ein Pichu stirbt wahrscheinlich schon mal 130. Muss man halt immer gucken, gegen wen man kämpft. Upthrow, Killthrow. Punkt aus Ende. So, jetzt kommt der Juice. Die Zero-to-Death-Kombo, Leute. Okay. Die Zero-to-Death-Kombo. Landing Forward Air. Downthrow. Electric Wing God First. Full Hop, Neutral Air, Gegner runterziehen, darf nicht das Spike sein. Re-Grab, Down Throw, Electric God Fist und F-Smash. Das ist die Kombo und das werde ich jetzt machen. Da war es, die Zero to Death. Da war sie. Ja, die schaffe ich nicht immer. Weil da muss halt wirklich diese Winged Electric Wind God First zu 100% hinkriegen. Und das ist nicht so einfach. Es ist so einfach. Aber nur damit ihr eine Idee habt. Und die Combo habe ich nicht selber rausgefunden. Die hat Isam relativ früh rausgefunden. So. Jetzt sind wir eigentlich durch mit dem Tutorial. Also die meisten Sachen habe ich euch gezeigt. Ich habe euch zu den Moves eigentlich auch immer die Kombo-Möglichkeiten gesagt. Jetzt bleibt natürlich zum Abschluss, wie spielen wir das Ultimate Kazuya. Springen würde ich nicht zu viel. Disadvantage State könnt ihr halt richtig high recovern, dann fast bei Air Dodge. Richtig gute Option, ihr könnt ein bisschen stallen mit der Newtobie, aber natürlich hat man da voll viel Handlag, muss man auch natürlich im Kopf behalten. Aber hey, Kazuya, ganz ehrlich, wie man da approacht, mit diesem wunderschönen Dash, sich durchsneaken und dann halt für jeden Tekken spielen, halt dieses perfekte Positioning. Kommt einer aus Luft und dann wieder richtig positionieren. Also wollt euch langsam in die Gegner rantasten, so ähnlich auch wie bei Ken. Kennt es auch so und dann wollt ihr versuchen, die Combos zu lernen. Landing Neutral Combos und so weiter und so fort, was ich euch alles gezeigt habe. Mit Landing Up könnt ihr natürlich auch wunderbar Combos starten. Auf jeden Fall wollt ihr halt versuchen, Gegner reinzukommen und dann entscheidende Treffer zu landen, weil höhere Mitprozent hat gerade nicht mehr wirklich viele Combos. Klar ist da noch sowas, aber. Ja, irgendwann hören die Kombo-Möglichkeiten drauf und dann brauchst du halt das richtige Opening. Einer 4 Dash Dance, könnt ihr natürlich auch das so punishen. Geht halt Free Tech Chase immer,
versucht den Gegner wieder zu reden, maximiert da eure Chancen. Das ist halt das, was man machen soll. Langsam, vorsichtig, überlegt, mit Bedacht an den Gegner rantasten. Als Mix-Up könnt ihr den Neutral approachen. Aber hauptsächlich grounded bleiben, dafür habt ihr diese ganzen Invincibility-Sachen. Das ist Invincible, zumindest beim Startup. Tombstone Crusher ist halt richtig heftig. Invincible könnt ihr auch mit approachen. Rantasten den Tombstone Crusher mit Invincibility rangehen. Und wenn der Gegner nicht zu euch kommen möchte und ihr einfach gar nicht approachen möchte, dann zwingt doch den Gegner einfach zu euch zu kommen. Funktioniert natürlich nur, wenn ihr Prozentvorteil habt. Keep that in mind. Ist klar. Und ansonsten Mix-Up ein bisschen mit der Tenet-Kombo. Cancelt die, geht von Grab. Cancelt die, macht weiter Tenet-Kombo. Guckt, wie Schiffer in des Gegners ist. Geht eventuell für Shipwrecks. Die halt auch die Möglichkeit mit Shipwrecks zu agieren. Entweder mit dem Down-Swash oder mit diesem wunderschönen Tritt. Tsunami-Kick war das. Zack, zack. Also, ja. Vorsichtig rantasten. Überlegt, die Moves benutzen, Invincibility ausnutzen und Casual nicht so viel springen. Recovery könnt ihr wunderschön mixen, indem ihr mal komplett High Recovered, Fast for Air Dodge, indem ihr Down Recovered, AB benutzt, Kante snapped oder mal Stripe benutzt. Richtig cool. Also, New to Game wird sich so ändern, oder es wird so mein First Guess. Und vor allem benutzt mein Taunt nie, nur wenn ihr disrespecten wollt. Ich weiß, es ist voll süß, dass halt so eine kleine Kombo ist, der Side-Taunt, aber ja, das war's dann auch. Gut, Leute, falls ihr irgendwelche Fragen zu Kazuya habt, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das Wichtigste sei hier doch schon mal erwähnt. Und ja, wird sich sowieso noch einiges ändern. Gehen wir mal in den Day-One-Tutorial. Und dafür ist Day-One, jetzt habe ich ziemlich viel rausgefunden und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wie gesagt, schaut nochmal am Anfang, falls ihr bis hierhin geschaut habt. Da habe ich ja die Grafik eingeblendet für die Inputs. Ansonsten besucht den netten Herrn, ich hoffe, das ist ein Herr, auf Twitter. Da seht ihr auch die Grafik für die Inputs, weil das hier ist nicht toll. Nein, das hier ist nicht toll. Zumal steht hier auch nicht die Electric Wind God fest. Hat Sakurai einfach vergessen. Laut Sakurai gibt's das einfach gar nicht. Ach doch, da unten steht's. Zeitgleich mit dem Dings, sagen die. Ja, ich mach das einfach schneller und dann kommt's bei mir auch manchmal raus. Da steht's, okay. Ja, aber das ist ein bisschen irreführend, beziehungsweise unübersichtlich. Meine Grafik ist viel besser. Meine Grafik, die ich erfolgreich geklaut habe. Ja, ich weiß nicht, wie lange das Tutorial geworden ist. Ich muss auch noch ein bisschen cutten. Und, naja, vielleicht 2 Stunden oder so. Würde mich nicht verwundern. Gut. Daumen hoch, falls euch gefallen. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cecilia. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!